Wir möchten hier herausfinden, wie groß der Abstand zwischen unserem Punkt A und B ist. Ja, zuallererst zeichne ich mir die Punkte mal wieder ein. Punkt A liegt bei minus 1, Strich 1, das heißt hier. Und mein Punkt B hat den Wert bei 3, Strich 4, das heißt hier oben. Ja, und uns interessiert sozusagen jetzt diese Länge, wie lang dieser Strich ist. Klar, wir können das Ganze wieder über die Formel machen. Ich mache es jetzt hier nochmal mit Hilfe vom Satz des Pythagoras. Und zwar wichtig ist hier, ich muss aus dieser einen Linie ein schönes rechtwinkliges Dreieck zaubern. Und das geht natürlich am einfachsten, indem ich parallel zur x-Achse eine Gerade ziehe, bis ich genau unterhalb von b bin und von dort aus parallel zur y-Achse eine Gerade ziehe. Denn dann entsteht ein wunderschönes rechtwinkliges Dreieck und ich kann später meinen Pythagoras anwenden. Ja, jetzt bezeichne ich die ganzen Strecken. Ich nenne da diesseitig zum Beispiel mal A, die nach oben B und die, wo ich letztendlich suche, nenne ich C. Jo, wie bekomme ich die Streckenlänge A heraus? Klar, hier könnte ich es jetzt ganz schön ablesen. Das heißt, ich schaue mir an, wie weit muss ich hier rüberlaufen. Das wären 1, 2, 3, 4 Längeneinheiten. Wenn ich das aber berechnen möchte, dann ist das so, ich nehme immer den rechten x-Wert. Das wäre in dem Fall der x-Wert von Punkt B, also die 3, und ziehe von diesem Punkt den kleineren x-Wert ab, also den linken x-Wert. Also meine minus 1. Und dann, wer hätte es gedacht, bekomme ich natürlich auch meine 4 heraus. Für B sieht das ähnlich aus, nur betrachten wir jetzt nicht die x-Werte, sondern eben die Veränderung der y-Werte. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch wieder abzählen, wie viel muss ich nach oben oder nach unten, und das sind 1, 2, 3. Rechnen tue ich das ähnlich wie hier oben. Ich nehme den größeren x-Wert, also den größeren y-Wert, also die 4, minus den kleineren y-Wert, minus die 1, und erhalte somit meine 3. Ja, und jetzt habe ich beide Katheten sozusagen gegeben und damit kann ich meine Hypotenuse ausrechnen. Also genau meine Streckenlänge c. Satz von Pythagoras lautet ja a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Dieses c Quadrat ist sozusagen immer diese Hypotenuse. Ja, wir setzen das Ganze ein. Für a haben wir die 4 errechnet, für b die 3. Das Ganze ist gleich c Quadrat. Das wären dann 16 plus 9. Und dann wären das 25 c Quadrat. Natürlich will ich jetzt nicht c Quadrat, sondern c. Was muss ich dann tun? Logischerweise die Wurzel ziehen. Und somit erhalte ich für c die 5. Das heißt, der Abstand zwischen diesem Punkt A und B ist genau 5 Längeneinheiten.